Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Geschichte des Tasawuf. Und wir wollten ja jetzt die ersten oder nächsten Vorlesungen ein paar Meilensteine in der Geschichte des Tasawuf aufführen, aus der Generation der Tabi'in und Tabi'tabi'in. Und nachdem wir letztes Mal El-Hassan al-Basri als Lehre gemacht haben, fahren wir jetzt mit Ja'far bin Mohammed al-Sadiq als Lehre an. Said Ja'far al-Sadiq wurde 80 nach der Hijra, also 699, in Medina Munawwara, in der leuchtenden Stadt Medina, geboren und verstarb dort im Jahre 148 nach der Hijra, 765 nach Christus. Und verbrachte im Prinzip sein ganzes Leben in Medina und war ein besonders wichtiger Mann auf dem spirituellen Pfad, weil er so etwas gemacht hat wie eine Wiederbelebung der spirituellen Wissenschaften in Medina. Es war nämlich so, dass nach dem Ableben des Propheten, man sich also immer mehr dem Handel der Politik zugewandt hatte und sich immer weniger mit der Erziehung der Triebseele beschäftigt hat. Also natürlich hat man seine Gebete verrichtet, hat gefastet, seine Zekat bezahlt und diese Dinge, aber man ist immer mehr von dem Gesamtbild des Islam weggekommen und hat sich immer mehr nur auf die offensichtlichen, auf die Zahir-Seite Wissenschaften des Islam konzentriert. Und Ja'far al-Sadiq war ja ein Sayyid, also ein Nachfahre des Propheten. Sein Vater war der berühmte Mohammed al-Baqir, der also von seinen Zeitgenossen Imamul Mu'minin gerufen wurde, weil er eben so etwas wie das spirituelle Oberhaupt der Muslime war. Und der war seinerseits wieder ein Sohn von Zain al-Abidin, also dem Sohn von Hussein bin Ali, radiallahu anhuma. Also er war praktisch in der fünften Generation nach dem Propheten, war also unser Ja'far al-Sadiq, väterlicherseits und mütterlicherseits. Seine Mutter war Ferwe, radiallahu, und sie war die Tochter des Qasim, radiallahu. Der war der Sohn des Mohammed, und der war der Sohn von Ebu Bekr al-Siddiq, radiallahu anhu. Also war es so, dass er diese beiden Zweige der Nubuwiyye und Siddiqiyye in seinem Stammbaum vereint hat. Und deshalb hat man ihn auch Warithun Nubuwiyye wen Siddiqiyye genannt, den Erben des Hauses Mohammeds und den Erben des Hauses Ebu Bekr al-Siddiq, salam und radiallahu anhu. Und dementsprechend ist er natürlich auch aufgewachsen. In dieser Familie drehte sich alles um die Erhaltung der Sunne des Propheten salam, und um den Islam. Und die beiden Familien haben aus der Quelle geschöpft und haben also den Islam so weitergegeben, wie er eigentlich in keiner anderen Familie weitergegeben wurde, weil sie eben Wissen hatten, das nirgends verzeichnet war, sondern das also hier von dem zweiten der beiden, Ebu Bekr al-Siddiq al-Lehre und dem Propheten Salim, direkt an die Nachkommen weitergegeben wurde. Und er vereinte diese beiden Familienlinien und Zweige in sich und ist für uns auch deshalb so wichtig, weil wir sind ja hier Naqshbandis, weil Ja'far al-Sadiq al-Lehre also dieses Erbe der Nubuwiyye und Siddiqiyye auch in die Silsile der Naqshbandiyye mit eingebracht hat. Denn nach dem Propheten salam war Ebu Bekr al-Siddiq radiallahu anhu, dann Salman al-Farisi radiallahu anhu, der ja vom Propheten salam ein so enger Gefährte war, dass ihn dieser als einen seiner Ahl Bayt bezeichnet hat und gesagt hat, Salman ist einer meiner Hausgemeinschaft. Und nach Salman al-Farisi war der genannte Qasim bin Mohammed,
der Enkel von Ebu Bekir as-Siddiq Hasanlari, und dann kam also Jafar as-Sadiq als fünfter in der Silsile der Naqshbandiyya. Nach ihm kommt dann Ebu Yazid al-Bistami as-Sadiq. Also er hat dieses geballte Wissen aus dem Hause Mohammed s.a.w. und aus dem Hause Ebu Bekirs radiallahu anhu in die Silsile der Naqshbandiyya mit eingebracht, und ihm haben wir also ganz viel zu bedanken. Und wie gesagt, er war also dadurch, dass er hier von so großen Gelehrten aus seiner eigenen Familie, aber auch von den größten Gelehrten der damaligen Zeit in Medina Munawwara, und das waren natürlich auch mit die größten Gelehrten in der ganzen islamischen Welt, also hier die verschiedenen islamischen Wissenschaften gelernt hat, war er also ein großer Korangelehrter, ein großer Hadith-Gelehrter, der also auch überliefert hat. Und seine Überlieferungen von Jafar as-Sadiq as-Sadiq sind also in allen großen Hadith-Büchern, außer im Imam Bukhari, aber sonst sind die also in den ganzen großen Kutub al-Sitte und noch vielen anderen Büchern sind, also es ist immer wieder, taucht Jafar as-Sadiq as-Sadiq auf. Und natürlich war er Thicker, also er war äußerst vertrauenswürdig als Überlieferer, was in den Hadith-Wissenschaften ganz wichtig ist. Und die Hadithe, die er überliefert hat, die sind also felsenfest, wenn die sie dann wieder von ihm überliefern, felsenfest sind. Also er war ein großer Gelehrter des Zahir-Wissens, aber er war auch ein großer Gelehrter des Batin-Wissens. Und im Zahir-Wissen war er eben auch ein Mujtahid in der Rechtslehre. Also er war einer der wenigen, die damals aus den Quellen eigenständiges Recht hergeleitet haben. Also entweder aus Koran und Sunne, wenn es also noch keine Rechtsurteile zu einem Thema gab, wenn es noch keinen Ijma dazu gab, wenn es nicht direkt in Koran und Sunne genannt wurde und anders hergeleitet wurde und es noch keinen Ijma gab, dann kam also Jafar as-Sadiq as-Sadiq und hat also selbstständig dann Recht hergeleitet aus den Quellen. Und das nennt man eben einen Mujtahid. Also einen, der selbstständig, eigenständiges Recht herleiten kann und darf. Und auf der anderen Seite war er eben auch ein vollkommener Wegweiser, ein Murshid al-Kamil, der also seinen spirituellen Pfad beendet hatte und die Ijase, die Erlaubnis hatte, von Qasim bin Muhammad as-Sadiq, seinem Vorgänger, eben dann auch die Menschen auf dem spirituellen Pfad zu erziehen. Und dementsprechend hat er dann eben auch Schüler um sich geschart in Medina Munawwara und hat also dort dann auch die Leute im islamischen Wissen, im Zahir-Wissen, aber auch im spirituellen Wissen erzogen. Und ich habe mir mal eine Hadith herausgesucht von ihm, die er überliefert hat, weil die eigentlich sehr viel über ihn aussagt. Also er überliefert von seinem Vorfahren, dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam: Der Habene aller Offenbarte der Erde, diene dem, der mir dient, und mache es dem schwer, der dir dient. Und diese Hadith spiegelt eigentlich alles wider, was Jafar as-Sadiq as-Sadiq in seinem Elternhaus gelernt hat. Also dort ging alles darum, dass man sich so verhält, dass einem die Erde dient, weil man Allah Ta'ala dient. Also das ist das, was wir uns alle auch vornehmen sollten. Also umso mehr wir uns an die Sunne des Propheten selber halten, umso mehr wir versuchen, die Gebote des Erhabenen Allah zu erfüllen, desto mehr oder desto weniger brauchen wir uns eigentlich um den Rest zu kümmern. Der Rest kommt dann von selbst. Da brauchen wir uns dann gar nicht mehr so sehr darum kümmern. Und das war also die Methode, die also in diesem Hause vorgeherrscht hat. Es ging also darum, die Gebote Allahs zu erfüllen, und es ging darum, typisch Sayyid, Nachfahren des Propheten selber Selim, dass man extrem großzügig war. Also Jafar as-Sadiq as-Sadiq hat also extrem viel Almosen gegeben. Es ging so weit, dass also in seinem Haus oftmals nichts mehr zu essen war, weil er alles hergegeben hatte, weil er eben die Überlieferungen seines Vorfahren Mohammed selber Selim kannte, dass das Almosen das Eigentum nicht verringert, sondern vermehrt. Und das hat er sich also, hat er verinnerlicht gehabt. Und das war für ihn dann eben auch seine Form des Tewakkul, des sich auf Allah Ta'ala Stützens.
Also man kann ja nur alles hergeben, wenn man darauf vertraut, dass man wieder was nachbekommt. Und das hat er für sich verinnerlicht gehabt und hat also hierzu gesagt, auf Allah zu hoffen, ohne nach seinen Geboten zu handeln, ist wie der Bogen ohne Sehne. Also wenn wir Tewekkul machen und auf Allah hoffen, dass wieder was nachkommt, dann funktioniert das nur, wenn wir also auch wirklich die Gebote von Allah erfüllen. Sonst ist es wie ein Bogen ohne Sehne. Ich will schießen, kann aber den Pfeil nirgends fixieren. Und dann spricht er weiter und sagt, sorgt für euer Risk, also für euren Lebensunterhalt, indem ihr Almosen gibt. Also sorgt nicht für euer Risk, indem ihr hier Geld anlegt und Zinsen bekommt, sondern sorgt dafür, dass ihr Almosen gibt. Denn der Prophet selbst sagt ja, das Almosen ist das zinsträchtigste Geschäft, das ihr machen könnt. Und schützt euer Vermögen, indem ihr eure Zakat, indem ihr eure Armensteuer entrichtet. Also euer Vermögen bleibt euch, wenn ihr eure Zakat bezahlt, und euer Vermögen wird mehr und euer Lebensunterhalt. Und Risk ist ja auch das, was wir auch verwerten können und nicht nur auf der Bank liegt, sondern was wir verwerten. Das wird also auch mehr, wenn ihr Almosen gibt. Und genauso hat er eben auch gelebt. Und weil er eben mit seinem spirituellen und offensichtlichen Wissen so weit fortgeschritten war und so hoch anerkannt war, erstens wegen seiner Herkunft, zweitens aber auch wegen seiner Leistung, die er während seines Lebens erbracht hat, hat man ihn also genauso wie seinen Vater Imam al-Mu'minin gerufen, in Medina Munawwara, also dem Vorsteher der Gläubigen. Und man hat also immer versucht, ihn dann auch dazu zu drängen, Aufstandsbewegungen gegen die Abbasiden, die er damals geherrscht haben, zu unterstützen. Er hat sich aber nicht dazu hinreißen lassen und hat gesagt, das ist alles Fitne und also Zwietracht, die zu Bürgerkrieg führt. Und deshalb hat er immer zu den Herrschenden gestanden und hat also hier nie den Sonderweg mitbeschritten, den also andere beschritten haben, indem sie versucht haben, also, weil die Abbasiden waren ja in Bagdad in ihrer Regierung, so eine Art Gegenregierung in Medina und Mekka aufzubauen und praktisch hier das Kalifat zu spalten. Da hat er also nie mitgemacht, sondern das hat er immer gesagt, lass das, das ist Fitne. Für sowas gebe ich mich nicht her. Und sie wollten ihn immer dafür missbrauchen. Also er hat keinerlei politische Ambitionen gehabt, sondern er hat also sich nur darum gekümmert, dass der Islam, man kann schon sagen, wiederbelebt wurde und also zu seiner alten spirituellen Stärke zurückgeführt wurde. Und weil er eben auch so viel offensichtliches Wissen hat, heißt es dann eben auch, dass die beiden Rechtsschulbegründer, Imam Malik, Rahimahullah, und Imam Ebu Hanife, dann auch von ihm so stark beeinflusst waren, dass also ihre Rechtsschulen quasi von der Rechtsschule des Schafir es-Sadiq radiallahu anhu abstammen würden. Aber das ist etwas, das eine große Übertreibung ist. Und wir sollten wissen, wenn solche Dinge erzählt werden, woher das kommt. Und das kommt eben aus dem schiitischen Eck. Also die versuchen also, Schafir es-Sadiq radiallahu anhu für sich zu vereinnahmen. Sie bezeichnen ihn ja auch als ihren sechsten Imam. Das bedeutet aber nicht, dass er Schiit war, sondern er war Sunnit und war in Medina und war ein Mann der Sunne. Und ein großer Teil der heutigen Schiiten sagt, sie sind Dschafarie, also sie folgen der Rechtsschule des Dschafir es-Sadiq radiallahu anhu, aber dem ist eigentlich nicht so, weil von seiner Rechtsschule nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also die machen dort ihren eigenen Ijtihad und haben also diese Rechtsschule derart verändert oder eigentlich von Anfang an schon gar nicht so angenommen, dass also von dem schon gar nichts übrig mehr ist. Da sind nur noch ein paar Fragmente übrig in dieser Dschafarie, die also auf Dschafir es-Sadiq Hasanlehre zurückzuführen sind. Und wie gesagt, dass jetzt die Malikie und die Hanifie maßgeblich beeinflusst worden wären von Dschafir es-Sadiq Hasanlehre, ist etwas, das sich also hartnäckig
auch unter den Sunniten verbreitet hat und dort hält, aber was nicht stimmt. Denn Imam Malikas Lehre wurde also von ganz anderen Leuten in der Rechtslehre unterrichtet und er hat zum Beispiel auch in seinem Muwatta nur 7 Hadithe von Ja'far al-Sadiqs Lehre überliefert. Also da sieht man schon, dass der Kontakt, also obwohl sie beide mit ihm in Munawwara waren, gar nicht so groß gewesen sein kann. Und Ebu Hanifa al-Lehre war in Kufa und wurde auch von ganz anderen Leuten in seiner Rechtsherleitung unterrichtet. Und es ist gar nicht sicher, ob die beiden überhaupt in ihrem Leben zusammengetroffen sind. Es wird aber, ich bringe jetzt trotzdem eine Überlieferung, die Fihruddin al-Attar al-Lehre also in seinem Tazkiratul Awliya aufführt. Und dort wird also von einem Zusammentreffen der beiden berichtet. Und das ist nicht unmöglich, weil Ebu Hanifa al-Lehre hat auch öfter die Hajj verrichtet und ist natürlich nach Medina gekommen. Und es ist also auch sehr wahrscheinlich, dass sich die beiden dort begegnet sind und dass also dieses Gespräch stattgefunden hat. Und zwar hat Ja'far al-Sadiq al-Lehre Ebu Hanifa al-Lehre gefragt, wer ist klug? Und dann hat Ebu Hanifa al-Lehre geantwortet, klug ist, der zwischen dem Guten und dem Schlechten unterscheiden kann. Und dann hat Ja'far al-Sadiq al-Lehre zu ihm gesagt, aber auch das Vieh kann zwischen dem Guten und dem Schlechten unterscheiden. Und auch das Vieh weiß, was ihm zuträglich ist und was schädlich für es ist. Wenn das Vieh draußen rumrennt, weiß es, welche Pflanzen es fressen kann und welche Pflanzen ihm Verstopfung bereiten oder Durchfall oder Magenschmerzen. Und das frisst es dann nicht. Und dann hat ihn Ebu Hanifa al-Lehre gefragt, was ist denn dann deiner Meinung nach die Definition von Klugheit? Und dann hat Ja'far al-Sadiq al-Lehre zu ihm gesagt, also klug ist, wer zwischen zwei guten Dingen unterscheiden kann und dann das Bessere zwischen den beiden guten Dingen für sich wählt. Und klug ist, wer zwei schlechte Dinge als schlechte Dinge identifizieren kann und sich dann davon fernhält. Und wenn er aber eines von den beiden für sich wählen muss, dass er dann das für sich wählt, das weniger schlecht für ihn ist. Und dieser Grundsatz ist praktisch als Hukm in die Rechtsherleitung der hanefitischen Rechtsschule eingegangen. Also das berühmte Echben Ischer, also dass man das kleinere Übel für sich wählt, ist also einer der Rechtsherleitungsmethoden in der hanefitischen Rechtsschule, wenn man also gar keine anderen Quellen mehr dazu hat, aber und nichts von den Aussagen des Propheten, der Gelehrten und so weiter herleiten kann. Man muss aber trotzdem handeln, dann wählt man halt das kleinere Übel. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Das ist also dann Akli und nicht Nakli. Also das ist nicht durch eine Überlieferung eine Herleitung, sondern durch den gesunden Menschenverstand. Also klug ist der. Also und drum, weil dieser, es ist aber nicht erwiesen, dass dieser Satz, Rechtssatz jetzt von Ja'far al-Sadiq al-Lehre in die hanefitische Rechtsschule eingegangen ist, aber es ist schon vorstellbar, dass es so ist. Aber wie gesagt, obwohl Ja'far al-Sadiq al-Lehre ein sehr wichtiger, anerkannter Koran-, Hadith- und Rechtswissenschaftler war, war er doch vor allem ein großer Sufi. Und seine größte Sorge hat eben auch dem charakterlichen Verfall der Menschen in seiner Zeit gegolten. Und eines Tages war er also so enttäuscht von den Leuten, dass er sich dann von diesen zurückgezogen hat und gesagt hat, ich gehe jetzt in die Chalwet, ich gehe jetzt an einen einsamen Ort und will mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Und nachdem er also dort eine Weile lang sich von den Menschen zurückgezogen hatte, haben also die Leute Sufyan al-Thawri, Rahimahullah, einen seiner Schüler dorthin geschickt, ein ganz großer Hadith- und Rechtsgelehrter, der also auch von ihm gelernt hat, und haben gesagt, hol ihn wieder zurück. Und dann ist also Sufyan al-Thawri zu ihm hingegangen und hat gesagt, o Imam der Muslime, die Leute wurden des Segens deiner Anwesenheit unter ihnen beraubt. Komm doch wieder zurück. Warum hast du denn überhaupt von den Leuten zurückgezogen? Und dann hat ihm Ja'far al-Lehre geantwortet, ich kann den Gestank der Lasterhaftigkeit, der Sündhaftigkeit dieser Zeit nicht mehr riechen. Die Leute haben sich so sehr zum Schlechten verändert, dass ich mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Aber
sofern es Psoriasen wäre, dass er es geschafft hat, dass er ihn also wieder unter die Leute zurückgeholt hat und dass er den Leuten wieder Unterricht gegeben hat und dass er die Leute also wieder sowohl spirituell als auch in den offensichtlichen Wissenschaften unterrichtet hat. Und was also so sein Denken auch geprägt hat, oder wie wichtig seine Sichtweise war, dass also das Ichsein und der Islam eben zusammengehören, zeigt also auch der folgende Ausspruch. Also er hat gesagt, wer nach dem Fahir des Propheten Salim lebt, der ist ein Sunnit. Und wer nach dem Batin des Propheten Salim lebt, der ist ein Sufi. Und mit dem Sahir meint er also die äußere Sunna des Propheten Salim, wie er sich gekleidet hat, wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wie er geschlafen hat und all diese Dinge. Und mit dem Batin meint er also die innere Sunna des Gesandten Salim, also seine Charaktereigenschaften, seine innere Reinheit. Und Ebu Nu'aym al-Isbahani, der also diese Hadith, diese Überlieferung von Schafir al-Sadiq, also die er in seiner Hilie überliefert, der sagt also, mit dem Inneren des Propheten, mit dem Batin ist also der reine Charakter des Propheten gemeint und seine Bevorzugung des Jenseits vor dem Diesseits. Und dann sagt er also, wer die Charaktereigenschaften des Propheten annimmt und genauso wie dieser ist, das ist also einer, der dem Jenseits vor dem Diesseits den Vorzug gibt. Und der dasselbe anstrebt, was der Prophet angestrebt hat. Und der dasselbe ablehnt, was der Prophet abgelehnt hat. Und der dasselbe schön findet, was der Prophet schön fand. Und der dasselbe schlecht findet, hässlich findet, was der Prophet hässlich fand. Und weiterhin ist einer, der die Charakterschaften des Propheten annimmt, einer, der sein Herz von allen Trübstoffen reinigt und der seine Triebseele von allem Schmutz befreit. Und nur wenn einer also dieses Innere des Propheten für sich angenommen hat und dann seinen Weg gerade macht, also nach dem ausrichtet und sich selbst beständig beobachtet und zur Rechenschaft zieht und seinen Bauch und seine Geschlechtsorgane unter Kontrolle hält, dann ist er also ein richtiger Sufi. Dann ist er also einer, von dem Schafir al-Sadiq gesagt hat, der hat das Batin des Propheten angenommen und der ist dann auch ein richtiger Sufi. Und Schafir al-Sadiq war eben sowohl ein richtiger Sunnit, weil er in allem Sahir Sachen dem Propheten gefolgt ist und er war ein richtiger Sufi, weil er eben dem Propheten in allen Batin-Angelegenheiten gefolgt ist. Was eben auch besonders wichtig ist und zeigt, ist, dass er eben das Jenseits dem Diesseits vorgezogen hat und die Leute eben darin gelehrt hat, es ihm nachzutun, ihm nachzueifern, sich auf den Tod vorzubereiten und sich also von dieser Welt so weit als möglich zurückzuziehen. Er war sich also immer seiner Verantwortung als Nachfahre des Propheten Salim und großer Gelehrter bewusst und hat also immer versucht, ein Leben, oder was heißt versucht, er hat es gemacht, er hat als vorbildlicher Muslim den Leuten in Medina Munawwara den Islam vorgelebt. Und als er eines Tages mal mit feiner Kleidung rumgelaufen ist, dann kam er als ein Mann angelaufen und hat zu ihm gesagt, O du Nachkomme des Gesandten Allah, das ist aber nicht die Art, wie sich die Ahl Bayt zu kleiden pflegt, wie sich die Nachfahren, die Hausgemeinschaft des Propheten zu kleiden pflegte, wie die früher rumgelaufen sind und wie sie noch heute rumlaufen. Und dann hat Schafir al-Sadiq dann die Hand dieses Mannes genommen, hat sie also unter sein feines Gewand geführt und dann hat der Mann also gesehen, dass unter diesem feinen Gewand ganz grobes Leinen, ganz grobe Wolle war, die also so grob war, dass sie also schon die Haut von Schafir al-Sadiq aufgescheuert hat. Und dann hat Schafir al-Sadiq zu diesem Mann gesagt, O du, dies ist für den Schöpfer, also das grobe Gewand unten, und dies, das feine Obergewand, das ist also für die Geschöpfe. Und auch hier sieht man, es heißt ja immer in der Naqshbandiyya,
der Sufi soll sich schön kleiden, also auch Jafar Sadiq hat sich schön gekleidet. Aber wir sollen uns also schön kleiden, aber nicht eitel wie ein Gockel hier rumstolzieren, sondern es ist nur, dass wir eben auch zeigen, dass der Islam ist eine Religion der Reinheit und dass wir eben auch reine, saubere Kleidung tragen. Und das sollen wir nicht übertreiben, aber wir sollen halt schöne Kleidung anziehen. Das hat auch Jafar Sadiq Hazretleri auch schon gemacht. Aber trotzdem kam er sich vielleicht ein bisschen blöd dabei vor und hat sich gedacht, lieber noch mal ein bisschen was Grobes, nicht, dass ich noch hochmütig über dieser schönen Kleidung werde. Also er war einer, der sich von der Welt abgewendet hat. Und es ging also so weit, dass er auch gesagt hat, die Geheimnisse der spirituellen Dinge offenbarten sich mir erst, nachdem mir der Stempel des Namens Junun auf die Stirn gedrückt wurde. Also erst als die Leute gesagt haben, dass ich ein Verrückter bin, haben mir Allah Ta'ala seine Geheimnisse gezeigt. Und an anderer Stelle hat er gesagt, zum Glück einer Person zählt es, wenn sie von dem Vernünftigen zu ihrem Gegner erklärt wird. Und mit dem Vernünftigen meinte er dann eben die Leute, die zu sehr mit beiden Beinen im Leben standen, die sich also zu sehr der Welt zugewandt haben. Die Leute, die immer sagen, auch heute, die Dunja hat auch ihr Recht, obwohl sie vor lauter Dunja schon gar nichts mehr von der Achira mitbekommen, von dem Jenseits, trotzdem immer noch sich rechtfertigen und sagen, die Dunja, die muss auch ihr Recht haben und man muss sich mit der auch beschäftigen, obwohl man sich 24 Stunden am Tag damit beschäftigt. Die hat er also als Vernünftige bezeichnet, die Politik gemacht haben, die das Geld verdient haben, die Einfluss hatten, die hier das Sagen hatten, die Vernünftigen. Von denen, wenn die sagen, du bist verrückt, und du wirst von ihnen vielleicht sogar als Gegner angesehen, dann weißt du, dass du es geschafft hast. Nein, dann kannst du darauf hoffen, dass Allah Ta'ala dir dann eben auch einige seiner Geheimnisse zeigt. Der Prophet hat ja gesagt, ihr sollt so lange oder eure Lippen dürfen vom Sikr nicht trocken werden und ihr sollt so viel Sikr machen, dass die Leute schon sagen, ihr seid verrückt. Also darauf spielt er natürlich hier an. Also er hat sich so sehr von der Welt abgewandt und dem Jenseits zugewandt, dass die Leute schon gesagt haben, er ist ein Verrückter. Und da hat ihm dann Allah Ta'ala dann also erst die richtigen Manevi-Geheimnisse gezeigt, die ihm dabei geholfen haben, noch viel mehr von dieser Welt zu verstehen, wie sie eigentlich ist. Und obwohl er sich also von den Leuten und von der Welt so weit abgewandt hatte, hat man ihn aber trotzdem immer noch als Gefahr gesehen. Also die Abbasidenherrscher, der Kalif Mansur vorne dran, der hat ihn also als Gefahr für seinen Thron gesehen. Und obwohl sich Jafar Sadiq Hazretleri also aus allen politischen Angelegenheiten rausgehalten hat, wusste er trotzdem, dass die Leute lieber einen Sayyid, einen Nachfahren des Propheten an der Spitze des islamischen Staates sehen würden. Und deshalb hat er ihn also als Gefahr für seinen Thron, für seine Herrschaft gesehen, hat ihn zu sich eingeladen. Und als Jafar Sadiq Hazretleri also zu ihm gekommen ist, hat er eigentlich vor, ihn ermorden zu lassen. Hat also zu seinen Dienern gesagt, wenn ich so meinen Turban ein bisschen hier lüfte, dann ist das das Zeichen dafür, dass ihr ihm also die Messer reinrammen sollt. Als aber dann Jafar Sadiq Hazretleri zu ihm an den Hof kam und in den Thronsaal praktisch marschierte oder hineinging, da fiel der Kalif Mansur auf die Knie, küsste ihm die Hände und sagte zu ihm, befiehl mir, o Imamul Mu'minin, auf dass ich deine Wünsche erfüllen kann. Und Jafar Sadiq Hazretleri hatte aber keine Lust auf Wunscherfüllung. Er hat gesagt zu ihm, mein einziger Wunsch an dich ist es, dass du mich fortan in Ruhe lässt und mich nicht weiter verfolgen lässt. Und nachdem Jafar Sadiq Hazretleri also wieder gegangen war, sind die Leute zum Kalifen hingegangen und haben gesagt, was ist denn los? Erst sagst du, wir sollen ihn umbringen, dann empfängst du ihn mit größten Ehren und sagst ihm noch, ich werde dir alle Wünsche erfüllen, die du dir halt von mir wünschst. Und dann hat er zu ihnen gesagt, als
Chaffarasaragasa-Lehre in den Raum eintrat, dann trat mit ihm also auch eine riesige Schlange ein, die also ihr Maul so weit aufgerissen hat, dass ich schon Angst hatte, dass sie den gesamten Palast mit verschlingen würde. Und da war ich also so starr vor Angst, dass ich mir geschworen habe, niemals wieder meine Hand oder meine Zunge gegenüber einem Nachfahren des Gesandten Allah Salve Selim zu erheben. Und wir kennen ja auch die Geschichte, wo der Prophet Salve Selim, wo ihm die Spötter ihm den Schädel einschlagen wollten mit einem Stein. Und als der dann zum Propheten Salve Selim, als der im Gebet vor der Kaaba war, hier ihm den Schädel einschlagen wollte, da war er dann so ein riesengroßes Kamel, das sein Maul aufgerissen hat und ihm gedroht hat, ihn zu verschlingen. Vor seinem Auge hat er laut Herrler für ihn so aussehen lassen. Und dann hat er den Stein fallen lassen und ist abgehauen. Also es ist quasi so eine Art Sunne des Propheten Salve Selim. Da hier ist dasselbe also mit einer Schlange passiert. Fortin ließ ihn dann auch der Abbasiden-Kalif Mansur in Ruhe. Und es gibt aber noch eine schöne Anekdote aus dem Leben beider. Als Chaffarasaragasa-Lehre einmal bei ihm war, dann ist er also um den Mansur ständig eine Fliege herumgekreist und hat ihn fast wahnsinnig gemacht. Und dann ist er wütend geworden und hat zu Chaffarasaragasa-Lehre gesagt, was wohl der Erschaffungsgrund der Fliege ist. Und dann hat Chaffarasaragasa-Lehre gelächelt und hat gesagt, die Erniedrigung der Tyrannen. Also daran sieht man auch, dass die Sufis, das werden wir inshallah noch öfter sehen, keine Speichellecker waren, die sich also aus Feigheit vor den Herrschenden hier irgendwie zurückgezogen haben, sondern dass sie also immer wieder auch Emr bil Maruf gemacht haben, also immer wieder auch das Rechte befohlen und das Schlechte verboten haben und immer wieder auch ihre Meinung gesagt haben und den Herrschenden gesagt haben, was sie von ihnen halten. Noch zum Abschluss, Sufyan al-Thawri, der wir vorher schon erwähnt haben, der war in jungen Jahren der Schüler von Chaffarasaragasa-Lehre und eines Tages war also bei ihm im Unterricht und als alle weg waren, hat er also zu ihm gesagt, bei Allah, ich werde erst gehen, wenn du mir einen guten Rat erteilst. Also ich will noch von dir noch einen Special-Ratschlag mit auf den Weg haben. Und Chaffarasaragasa-Lehre hat sich also nicht groß betteln lassen, sondern hat zu ihm gesagt, ich werde dir was erzählen, oh Sufyan. Wenn du das befolgst, dann wird es dir in deinem Leben viel Nutzen bringen. Dann hat er zu ihm gesagt, wenn du eine Wohltat vom Erhabenen Allah erhältst und du willst, dass dir diese Wohltat erhalten bleibt oder dass sie auch weiterhin immer wieder zu dir fließt, dann mach viel Hamd und Schukr. Dann lob Allah und Herr und dank ihm dafür. Denn wahrlich spricht der Erhabene Allah im edlen Koran, wenn ihr mir dankt, dann will ich euch noch mehr geben. Und danach hat er zu ihm gesagt, und wenn dein Risk, dein Lebensunterhalt mal auf sich warten lässt, wenn du nicht weißt, woher du also was zu essen bekommen sollst oder andere Dinge, und sich das mal verzögert, dann mach viel Istighfar, dann bitte den Erhabenen Allah viel um Vergebung. Denn der Erhabene Allah spricht in seinem Buch, bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist immer bereit zu vergeben. Und dann wird er reichlich Regen für euch vom Himmel senden und euch reichlich mit Vermögen und Söhnen versorgen und euch Gärten geben, die mit Bächen durchströmt werden. Also wenn wir uns bei Allah Ta'ala immer bedanken für das, was er uns gibt, dann werden wir immer mehr bekommen. Und wenn wir uns immer bei Allah Ta'ala für unsere Versäumnisse entschuldigen, dann wird uns Allah Ta'ala auch immer mehr geben. Und zum Schluss sagte Chaffarasaragasa-Lehre zu Sufyan al-Thawri al-Lehre, O Sufyan, und wenn dir eine Heimsuchung durch den Herrscher, also den Mansur, den Kalifen Mansur oder einem anderen, zustößt, dann vermehre dein La Haula wa la Quwwata illa billah. Denn dieses ist der Schlüssel zur Erleichterung und ein Schatz der Paradiesschätze. Wir wissen ja, für jedes La Haula wa la Quwwata errichtet oder pflanzt Allah Ta'ala für uns einen Baum im Paradies. Und es führt also auch in Zeiten der Not, der Heimsuchung, dann auch für eine Erleichterung unseres Herzens und nimmt also dann die Sorge von uns. Also viel Hamd und Schukr, viel Istighfar
und viel Haule wie la Gouvette. Wenn du diese drei Dinge machst, dann kommst du super durchs Leben. Allah Ta'ala erhält dir deinen Risk, Allah Ta'ala vermehrt dir deinen Risk und Allah Ta'ala verringert dir deine Heimsuchung und lässt sie dir als nicht mehr so schlimm erscheinen, als sie eigentlich ist. Und der allerletzte Ratschlag von Ja'far as-Sadiq, den sich also jeder Gläubige hinter die Ohren schreiben sollte, ist folgender. Er sagte, wenn du über deinen Glaubensbruder eine Sache hörst, die dir missfällt, dann versuch, 1 bis 70 Entschuldigungen für ihn zu finden. Und wenn du keine Entschuldigung dafür findest, dann tadel dich selbst dafür, dass du keine Entschuldigung für ihn gefunden hast. Denn sicherlich gibt es eine Entschuldigung für ihn, die du nicht kennst. Also, wir sollen die Fehler für uns selbst, bei uns selbst suchen und nicht bei anderen. Und wenn ein anderer einen Fehler macht, dann sollen wir versuchen, das ist die Grundregel der Brüderlichkeit, für ihn, ihn mit Husnisan zu betrachten, also mit einer guten Meinung von ihm, mit Wohlmeinen und dann für ihn Entschuldigungsgründe finden, die ihn so handeln ließen, wie er gehandelt hat. Ja, ein Salawat auf den Propheten, und eine Fatiha.